Wir alle sind ja jetzt schon eine extrem lange Zeit in dieser kompletten Corona-Krise. Wir haben viele Dinge neu erleben müssen, viele Dinge neu verstehen müssen. Und es ist eigentlich auch alles noch nicht ganz so top verarbeitet, wie man das eigentlich sich wünscht. Ich persönlich merke das zum Beispiel an vielen Rückmeldungen aus der Hon-Familie durch viele E-Mails. Also wirklich, ich bekomme jeden Tag Informationen, jeden Tag E-Mails von euch. Teilweise auch sehr erschreckend, was da stattfindet. Also viele haben ihre Flüge gebucht, bekommen bis heute noch kein Geld. Es werden Flüge angeboten zu bieten, obwohl man weiß oder eigentlich davon ausgehen kann, gibt es eine Insolvenz bei Lufthansa oder nicht oder bei anderen Airlines. Trotzdem verkaufen die weiterhin Tickets. Dann soll man irgendwelche Gutscheine annehmen. Also und. Dazu hört man aber auch extrem andere Meldungen, die nicht nur mit der Aviation zu tun haben, sondern die damit zu tun haben mit der Gesellschaft, mit unserer Gesellschaft. Und es wird so gnadenlos Zahlen und mit Menschenschicksalen im Moment darum geworfen. Das kann man gar nicht anders sagen. Es ist wirklich eine Art Rumwerfen, dass ich eigentlich die Schnauze voll habe von diesem brutalen Vorgehen, ob das Lufthansa, die Deutsche Bahn, ob das Rolls-Royce, ob das irgendwelche Firmen, die Fleischschlachtungen machen, irgendwelche Bauern, die Leute aus dem Ausland herholen und die dann, ich weiß nicht, in menschenunwürdige Situationen bringen. All das kriegen wir jeden Tag durch diese Corona-Geschichte zu hören. Es ist unerträglich. Klartext der Hon. Also wenn die Lufthansa, fangen wir mal mit der Lufthansa an, das ist ja ein Thema, was uns Vielflieger extrem also beschäftigt. Wenn die Lufthansa jetzt eine Insolvenz hinlegt, und das ist noch nicht vom Tisch, liebe Hon-Familie, also das ist klar, die spekulieren auf allen Ebenen, lassen sich alle Möglichkeiten offen. Also wenn die jetzt eine Insolvenz hinlegen, dann ist sozusagen das Ende der Gesellschaft angekommen. Dann sind wir auch am Ende der Gesellschaft angekommen. Denn ich meine, die entziehen sich da aus der Refund-Zahlung mit einem Schlag. Man braucht keine Pensionen mehr zahlen. Das heißt, das gibt man ab an eine Gesellschaft, die sozusagen für diese Pensionszahlung dann zuständig ist. Und das muss dann dieser Pensionssicherungsverein, der muss das dann übernehmen. Dadurch werden natürlich wieder Beiträge teurer, die wiederum natürlich irgendwo die Gesellschaft zahlen muss. Weil die Versicherungen, das wissen wir ja, das Geld nicht aus der Tasche ziehen. Denn die gehören ja auch zu diesen großen Firmen, die machen, was sie wollen. Und wenn ich dann mitbekomme und lese, dass zum Beispiel der CEO von Lufthansa, wen hat er sich geholt? Einen Arndt Geiwitz und er hat sich geholt den Lukas Flöter. Wenn also die Lufthansa, der CEO von der Lufthansa, sich einen Arndt Geiwitz und einen Lukas Flöter holt, die ja bekannt sind für Abwicklungen zum Beispiel bei Schlecker, Air Berlin, das haben die abgewickelt. Und wir wissen, was daraus gekommen ist. Arbeitslosigkeit, billigere Löhne, ausgesourcete Mitarbeiter, die dann woanders wiederum in eine Auffanggesellschaft gekommen sind, dann dort wieder für einen billigeren Lohn bei Lufthansa, Germanwings, Eurowings etc. eingestellt worden sind. Und viele von den Menschen, die Tickets gekauft haben, die laufen, glaube ich, heute noch ihrem Ticket hinterher, also ihrem Geld, ihrem Refund hinterher. Und darum frage ich, ist das der richtige Weg, diese Zeichen so zu setzen von einem CEO für uns Menschen? Menschlich. Gnadenlos brutal wie ein Löwe oder wie eine Hyäne, die sich sozusagen ein Lamm aussucht, das dann sozusagen sich holt und frisst? Oder haben wir noch unser Gehirn, was wir einsetzen können, um den Unterschied zwischen brauchen wir das jetzt, müssen wir das haben zum Leben oder brauche ich das nur, um meinen Luxus auszuleben, meine Gier zu stillen? Ich gehe jetzt mal davon aus, ein Mensch in der CEO-Abteilung, Beispiel Carsten Spohr oder auch der von der Deutschen Bahn, also wie die auch alle heißen, das sind ja Millionäre. Also das heißt, die haben in ihrem Leben schon sehr, sehr viel Geld verdient. Dafür haben sie einen Job gemacht, sie waren in einem Milliarden-DAX-Unternehmen beschäftigt, sind da sozusagen tätig, haben, wie sie gezeigt haben, immer wieder versucht, Geld zu verdienen auf Kosten von Streichung von Arbeitsplätzen, schlechtere Qualität, das wissen wir ja auch. Make my business class great again. Also immer auf Kosten der Unteren. Und ich weiß noch, so ganz am Anfang meiner Karriere, damals liegt schon 30 Jahre zurück, da hat mal ein ganz wichtiger CEO zu mir gesagt, Frank, du darfst eins nicht vergessen, du darfst niemals nach unten treten. Du musst nach oben treten. Du musst mit gleich starken Partnern musst du sozusagen kämpfen. Und im Notfall nach oben. Denn das ist dann Fairness. Und das, was ich in den letzten Jahren ja erlebe, ob das
bei Lufthansa ist, bei Austrian ist, ob das eben bei der Bahn jetzt gerade ist. Und ich meine, die Schlagzeilen lauten ja bei der Bahn, 10.000 Mitarbeiter bei der Bahn werden entlassen. Ich meine, wenn ich so eine Schlagzeile höre oder sehe, ich begreife das einfach nicht. Warum begreift der Honda das nicht? Ich begreife das nicht, weil, wie können die jetzt, weil wir Corona-Krise haben, 10.000 Mitarbeiter abbauen, wo wir doch wissen, dass wir doch in Richtung Umwelt gehen. Das heißt, wir sollen doch mehr Bahn fahren. Wir werden doch in der Zukunft auch mehr Bahn fahren. Ich meine, das haben doch gerade auch junge Menschen deutlich gemacht. Wenn ich an Friday for Future denke, wenn ich auch an diese junge Generation Z denke. Ich meine, da haben wir ja gerade erlebt, wie ein einfach Charles, der bei mir im Talk war, der ganz klar gesagt hat, ich bin enttäuscht von der Lufthansa, die machen die Marke kaputt, das ist nicht mehr das, wo ich mich mit identifiziere und deswegen werde ich in der Zukunft keine Lufthansa mehr fliegen, sondern ich werde in der Zukunft mit der Bahn fahren. Und das setzt so ein junger Mensch um. Gott sei Dank sind die so konsequent. Denn nur dann funktioniert auch etwas. Wenn ich dann lese, und das muss natürlich auch diesen jungen Leuten ein Schlag ins Gesicht sein. Also mir, für mich war das ein Schlag ins Gesicht. Wenn ich dann mitkriege, 10.000 Mitarbeiter werden abgebaut bei der Bahn. Das ist, ja, und wir wissen doch, nachher schreien die ganz laut von der Bahn, wir brauchen Fachpersonal, ja, das muss wieder das Fachpersonal her. Und da haben wir es. Wir brauchen dann wiederum Fachpersonal. Warum brauchen wir dann Fachpersonal, wenn ich sie vorher entlasse? Dann brauchen wir wieder billiges Fachpersonal. So ist ja der Trend. Und ich meine, diese ganze Geschichte in der letzten Zeit, die letzten Jahre, wenn wir zurückdenken, ist das ja alles so gewesen. Wir haben uns Fachpersonal, was wir hatten, das haben wir nicht mehr bezahlen wollen. Die CEOs, das wollten die nicht mehr bezahlen. Also haben sie gesagt, sind zu teuer, sonst gehen wir ins Ausland. Dann haben sie die Möglichkeit bekommen, sich günstigere Leute aus dem Ausland zu holen. Ich denke nur an Indien und ich weiß nicht, auch Rumänien. Die kamen dann und haben dann fachfleischtechnisch alles geschnitten und selbst da haben die noch gespart. Also das bedeutet, wenn die Bahn schreit, wir brauchen Fachpersonal, ist das eine Lüge. Es ist eine Lüge, man will billiges Fachpersonal haben. Das ist die Wahrheit. Discounter-Mitarbeiter brauchen die. Discounter-Mitarbeiter. Und zwar durch die Bank weg. Und das ist die Zerstörung unserer Gesellschaft. Ich sage es mal ganz klar und deutlich und so kennt ihr den Horn. Diese CEOs sind verantwortlich meines Erachtens für die Zerstörung unserer Gesellschaft. Die zerstören unsere Gesellschaft. Sie tragen nichts dazu bei. Es heißt immer, die schaffen ja Arbeitsplätze. Nein, diese CEOs sind ausschließlich geldgierig, sind dazu imstande, Menschen auf die Straße zu stecken, nur weil sie vielleicht 1 Euro zu viel Geld bekommen. Und diesen einen Euro, den wollen sie von denen auch noch haben. Den drücken sie da raus und dann sagen sie der Gewerkschaft als Beispiel, wir treffen uns und dann machen wir einen Deal. Und dann machen sie einen Deal und am nächsten Tag wissen die nichts mehr davon. Weil sie es schon wieder gedreht haben und in den Medien, auch da, das große Problem der Medien, dass sie im Endeffekt dann die Schlagzeile des CEOs veröffentlichen, die Gewerkschaft gedacht hat, oh, das wird jetzt ein Deal. Und am nächsten Tag steht dann drin, Lufthansa, die Bahn etc. ist alles in Ordnung, in trockenen Tüchern, haben sich nicht geeinigt. Sobald die Schlagzeile steht, drehen die das Ding um und sagen genau und handeln genau das Gegenteil. Sie pressen die Menschen aus wie eine Zitrone. Da ist kein Saft mehr drin. Ich meine, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht möglich sein, ich das Fernsehen anmache, und ich meine, wir zahlen ja dafür Gebühren, und kriege mit, weiß ja auch vorher, dass zum Beispiel die Germanwings, ja, die haben Leute aus Rumänien rübergeholt, damit die Bauern ihren Spargel für uns deutsche Bürger, also die in Deutschland lebenden Menschen, die Kunden, günstig, billig rausstechen können. Was machen einzelne Bauern, die nicht genug kriegen? Nur das trifft alle Bauern. Da müssten alle Bauern laut schreien und sagen, ey, was machst du da? Die gehen hin, holen sich diese günstigen Mitarbeiter aus der EU, aus Rumänien. Dann haben sie sie da, dann packen sie sie in billige Unterkünfte, wofür die auch noch bezahlen müssen, teuer. Dann gehen sie hin und lassen dann, ich kann das gar nicht fassen. Dann haben sie Menschen ein 2 Monate Praktikum machen lassen, umsonst mussten die arbeiten. Das heißt, die hätten da sozusagen ein Praktikum machen sollen, weil sie ja noch nicht so weit sind. Und diese 2 Monate als Praktikum, die hätten sie sich dann vom Staat als Arbeitslosengeld holen können.
Also als Unterstützung oder wie das immer so läuft. Das kann man ja nachlesen, man braucht nur ein bisschen googeln. Aber die Tatsache, dass das so ist, dass da kommt einer aus Rumänien in einer Zeit in Corona, wo die schreien, die Bauern, da haben wir es. Die schreien laut, wir brauchen Hilfe, wir brauchen, damit unser Spargel gerettet wird. Dann kommen die, werden eingeflogen und werden in Baracken untergebracht. Also ich sag mal, das ist ja billigste Absteige. Da würden die noch nicht mal aufs Klo gehen, diese Bauern, die dafür zuständig sind. Und wenn dann die Kameras kommen und die Leute kommen und sagen, haben das rausgekriegt, dass es so ist, dann sind die nicht da. Dann machen die keine... Ne? Und dasselbe in der Fleischerei. Diese Fleischereibetriebe, das wissen wir ja schon alle. Das ist ja nichts Unbekanntes. Wir wissen, dass die diese Menschen ausbeuten. Und jetzt, Gott sei Dank, kommt Corona und zeigt noch mal deutlich, was es eigentlich heißt. Weil dann müsste ja, und jetzt kommen wir es. Deswegen, man kann nur sagen, danke Corona, dass du da bist. Du hast so vieles aufgedeckt. Was wir wussten, noch mal, wir wussten diese Dinge. Aber die Politik und die Verantwortlichen, gerade speziell auch natürlich das Geld, hat das einfach stillgeschwiegen. Man hat darüber nicht gesprochen. Und wenn ich dann sehe, dass eine Oberbürgermeisterin, ja, da unten von Coesfelde, wie das heißt, wenn die dann hingeht und sagt, also wir wissen gerade, wie das ist, wo sind denn jetzt diese ganzen Menschen? Ja, weil sie die aus Rumänien geholt haben, sie schlachten haben lassen, weil sie dann scheinselbstständig wären, haben sie sich unter den Schlachtbetrieben ausgedacht, okay, dann kriegt der eine Rechnung, dann kann der eine Rechnung stellen in Nordrhein-Westfalen, dann stellt er eine Rechnung im Norden und dann stellt er eine Rechnung im Süden und dann ist er nicht mehr scheinselbstständig. Und so entgehen die diesen ganzen Sozialbeiträgen, die ja wichtig sind, um unsere Renten für die Zukunft zu bezahlen. Auch für die jungen Leute. Die tricksen, wo sie können. Und drohen dann noch, und wenn du dann diese Fleischbosse siehst, dann drohen die den Politikern und uns allen im Endeffekt, dir und mir, drohen sie. Ich glaube wirklich, das ist so dieses Motto, wie ich immer wieder erzähle. Da sitzt der Big Boss in Manhattan im Gold Tower mit Zigarre und guckt runter und sagt, haben wir wieder geil gemacht. Genau so ist das. Und leider haben wir ja bei den Gewerkschaften auch niemand mehr. Erstens mal ist die Frage, wie viele sind denn überhaupt Mitglied bei den Gewerkschaften? Auch da fehlt natürlich Unterstützung, völlig klar. Weil die Leute auch so wenig Geld bekommen. Sie können ja dann auch nicht noch einen Beitrag davon bezahlen. Es ist eben, ich sag mal, eine Spirale nach unten. Eine Spirale gegen unsere Gesellschaft. Und darum sage ich, es ist, wenn eine Lufthansa jetzt, wenn die wirklich sagen, wir gehen diesen Weg in die Insolvenz. Wenn eine Bahn, eine deutsche Bahn, hingeht und 10.000 Menschen entlässt. Wenn, und das kommt ja noch, ich meine, ein Oberalbtraum, ja? Der Obergau aus Irland, der dann hingeht und sagt, er will die Leute arbeiten lassen bei der Lauda Air für 890 Euro im Monat netto. Das ist ja Armutsgeld. Also ich meine wirklich, da würde ich mich schämen, für das zu sagen. Und es ist dem scheißegal. Der freut sich, wenn dann die Mitarbeiter, und das kommt ja, das habe ich ja gesehen, da schreiben die Mitarbeiter einen offenen Brief von der Lauda Air an die Gewerkschaft, sie sollen sie doch bitte unterstützen, sind aber gar kein Mitglied, so wie es aussieht. Da müssen sie an diesen O'Leary schreiben. Der ist dafür verantwortlich. Und sie hätten diese Arbeitsbedingungen so nicht machen dürfen. Sie haben es gemacht. Unverständlicherweise gemacht. Haben Menschen gearbeitet, wir haben es ja gesehen bei Wallraff, wir haben es ja gesehen. Unmögliche Zustände in 6 Wochen ausgebildet und dann waren sie Sicherheitsmenschen an Bord, die für die Menschen, die für ein Billigticket, ein Discounter-Ticket, im Fall des Falles hätten die retten müssen. Gar keine Ahnung, wie das geht. Da konnten wir froh sein, dass diese Dinge alle so gut gelaufen sind und es ist nichts passiert. Also es ist ein Albtraum. Liebe Freunde, also es ist die Grenze erreicht, die Grenze des Erträglichen. So weiter geht's auf keinen Fall. So weiter in der Zukunft, ob das Lufthansa ist, ob das die Austrian ist. Also diese ganzen Airlines, die im Endeffekt nur noch auf Kosten von Billiglöhnen, Dumpingpreisen und ich weiß nicht was, die Zukunft gehen. Und ich meine, was war noch der Hohn? Der Hohn war jetzt, dass viele, eigentlich wir alle, darauf gewartet haben, dass Lufthansa hingeht, und uns endlich mal mitteilt, ich meine, andere haben es ja gemacht, bei Accor Hotels zum Beispiel wird der Status um ein Jahr verlängert, für alle. Bei Marriott Bonvoy um ein Jahr verlängert, für alle. Bei American Airlines um ein Jahr verlängert, für alle. Ja, selbst diese grausame United Airlines verlängert das um ein Jahr für alle. Und was macht die Lufthansa? Die Miles & More Lufthansa schreibt uns
dass sie das auch verlängert um ein Jahr, aber nur für eine gewisse Gruppe. Nur bei denen der Status 21 ausläuft. Das sind wahrscheinlich die wenigsten, weil die meisten die Verlängerung bis 22 haben. Und die, die bis 22 die Verlängerung haben, bekommen 0. Das heißt sogar noch weniger als 0. Sie kriegen sogar noch was abgezogen. Alle, die den Status bis 22 haben, Februar 22. Ich habe extra dazu einen Klartext gemacht. Das solltet ihr mal in der Community nachlesen. Ich mache sehr viele Community-Klartexte in die Community, damit eben viele ein paar Informationen extra bekommen. Und dort stehen die Fakten nochmal klar drin. Ich will es jetzt nochmal ganz kurz anreißen. Das bedeutet also, man ist hingegangen und hat die Verlängerung von denen, bei denen es 21 abläuft, verlängert um ein Jahr bis 22. Das bedeutet also, sollte jemand im Mai 2018 zum Beispiel den Status erreicht haben, zum Beispiel Horn Zirkel, war vorher Senator und im Mai hat er es geschafft, innerhalb von diesen 4 Monaten ist er im Mai schon statustechnisch, weil er viele Flüge hatte, schon Horn Zirkel geworden, dann war der ab Mai schon Horn Zirkel. Sein Status beginnt aber erst am 2. Februar 19. 2 Jahre. 19, 20. 21 läuft's aus. Jetzt ist 21, die Verlängerung um ein Jahr ist 22. Sind also 46 Monate Gesamtzeit. Die werden belohnt. Die bekommen 46 Monate. Und wahrscheinlich die kleinste Gruppe. Und die größte Gruppe, die jetzt 22 ausläuft, bekommt nichts. Die sind sogar um 2 Jahre weniger Horn Zirkel als die, die 18 Horn Zirkel geworden wären. Die Fakten könnt ihr nachlesen. Ich habe alles ausgerechnet. Lest's bitte nach in der Community. Um was geht's nochmal? Kommen wir nochmal zu ganz klaren Zahlen. 9.000 Mitarbeiter sollen entlassen werden bei Rolls-Royce. 10.000 bei der Bahn. 6.000 bei Austrian. 10.000 bei Lufthansa. Und das Schlimmste, also was man im Endeffekt macht, ist zurzeit, kommt von Irland, da sollen Menschen bei der Lauda Air für 800 Euro im Monat zukünftig arbeiten. Und wisst ihr, was ich am dramatischsten finde? Dass diese CEOs all diese Menschen entlassen können. Und dazu kommen ja noch viele andere große Firmen, die alle entlassen. Sie heißt, sie nutzen das Kurzarbeitergeld, solange es geht, und dann anschließend schicken sie sie in die Ferne. Nachdem die Menschen auch noch auf Geld und alles verzichtet haben. Ihre Familien wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Keiner weiß, wie die Zukunft aussieht. Und genau deswegen schadet das unserer Gesellschaft, dass es diesen Millionären egal ist. Keine Verantwortung. Es gibt nur ein paar ganz wenige Firmen, ich habe es ja immer wieder genannt, ich will es nicht immer wieder nochmal wiederholen, die ja für ihre Mitarbeiter verantwortlich sind, die sagen das auch in irgendwelchen Interviews. Ich bin verantwortlich für meine Mitarbeiter. Ich muss sehen, dass die Familie etc. dementsprechend, wenn sie bei uns arbeiten, Geld verdienen. Und sie garantieren ihnen dann auch noch für die Zukunft, dass diese Kinder sogar einen Job haben, wenn sie keinen Job finden. Diese Firmen gibt es. Leider nur eine Handvoll. Der Rest ist, ich weiß nicht, denen ist es scheißegal. Die sehen zu, dass im Endeffekt hauptsächlich die Kohle stimmt und dass sie sozusagen, ich weiß gar nicht, mit wem die diese Kohle ausgeben wollen. Was wollen die mit der Kohle, wenn keine Leute mehr da sind, die für sie arbeiten? Die ihnen, ich meine, das ist doch auch eine Demütigung für einen selbst. Ich würde mich schämen, ich würde gar nicht in so ein Restaurant gehen, wo ich weiß, dass dort Menschen arbeiten zu einem Hungerlohn. Und die Dramatik ist, dass all das, liebe Freunde, keine Konsequenzen hat. Es hat keine Konsequenzen, die machen, was sie wollen. Und wenn man manchmal zuhört, dann sprechen diese CEOs von, ja, die Mitarbeiter sind ja unsere Familie. Ich weiß nicht, was die für eine Vorstellung von Familie haben, wie die sich das vorstellen. Sie mit Füßen tritt und sagt, pass mal auf, du hast das zu machen, so wie ich das will. Du bist meine Familie. Sieh zu, dass du ein Fußtreter bleibst. Arbeite für ein Apfel und ein Ei und sieh zu, dass die Kohle verdient, damit ich weiß nicht, im Leben gut dastehe, mein Konto immer dicker wird. Aber für was? Für was brauchen die so viel Geld? Ich weiß immer gar nicht, was die damit machen. Ich habe auch, wenn ich die Situation in den Schlachthöfen und die Menschen aus Rumänien, europäische Mitbürger, da schäme ich mich, Deutscher zu sein. Ganz ehrlich, da schäme ich mich für. Dass es solche korrupten, abgewichste CEOs gibt, die diese Leute ausbeuten bis zum Schluss. Da reden wir von Ausbeutung in Indien und ich weiß nicht, dass da Kinderarbeit in Afrika ist. Das ist ja lächerlich. Die Ausbeutung und Kinderarbeit, wenn man so will, findet ja hier bei uns in Deutschland statt. Ich sag mal, wer hat's erfunden? Hier wird's erfunden.
Hier sind diese Dinge entstanden und die haben es nur nachgemacht, weil sie kapiert haben, und wenn die das in Deutschland machen, dann können wir das im Ausland ja auch machen. Wir sind keine Vorbilder gewesen. Wir waren die schlechtesten Vorbilder, die es gab. Und das ist schade. Und deswegen sage ich euch, für diese Leute schäme ich mich, Deutscher zu sein. Und bin gerne Deutscher. Mann, das wisst ihr genau. Aber für das, was die dort abliefern, frage ich mich, wieso sind die überhaupt noch da? Wieso kann man die nicht, wieso wandern die nicht aus und machen das irgendwo da draußen, statt hier bei uns in Deutschland? Diese guten Dinge sind verloren gegangen. Die Werte, die extrem guten Werte sind verloren gegangen. Und dafür, das ist eine Schande. Und dass man das nicht falsch versteht. Ich schäme mich, nur Deutscher zu sein, weil ich weiß, dass es diese CEOs gibt, die also Menschen ausbeuten, sie in Schweineställe steckt, wo sie zu menschenunwürdigen Dingen ausgebeutet werden. Das ist der Punkt. Das macht mich traurig und dafür schäme ich mich. Und ich habe ja ein Video gemacht über diese schwachen Gewerkschaften. Wenn die nicht wirklich anfangen, endlich ihren Arsch hochzukriegen, dann weiß ich nicht, was da übrig bleibt. Ich weiß es nicht. Die Menschen werden für billiges Geld extrem viel arbeiten müssen und speziell nach dieser Krise sowieso. Und ich meine, es geht schon jeder extreme Kompromisse ein. Es sei mir erlaubt, einen kleinen Einwurf zu machen. Natürlich kann ich mir in einer gewissen Form vorstellen, dass Familien, die Kinder haben, dass die vielleicht in dieser Zeit mit Corona ein bisschen überfordert sind. Vielleicht sind viele überfordert. Aber was ich nicht verstehe ist, und ganz ehrlich, dass ich immer wieder mitkriege, dass es Väter und Mütter gibt, die sagen, die sind froh, wenn es vorbei ist, damit die Kinder wieder ihr geregeltes Leben haben. Das war doch sehr anstrengend für diese Eltern. Meine Güte, für was habt ihr Kinder? Wieso konntet ihr nicht mal sagen, okay, dann ist das jetzt so und jetzt nehme ich mir mal Zeit. Ich habe leider ganz wenig erlebt, dass es Mütter gab, Väter gab, die davon gesprochen haben, endlich habe ich mal Zeit für mein Kind. Ich meine, denkt doch mal dran, nach Corona geht es doch wieder mit Stress weiter. Dann geht doch alles seinen Weg. Und habt ihr Kinder auf die Welt gebracht, um sie in irgendwelche Kindergärten und Schulen zu bringen und ihr habt keine Zeit für die? Ist doch traurig, dass es so ist. Ihr seid doch in einem Hamsterrad, wo ich das Gefühl habe, da kommt ihr nicht mehr raus. Und habt euch selbst reinkatapultiert. Selbst reinkatapultiert. Was ich mir jetzt wünsche, ist, dass Menschen wie zum Beispiel Carsten Spohr, ein CEO wie der Richard Lutz von der Deutschen Bahn, dass die mal umdenken, dass sie überlegen, vielleicht könnten sie ein Held sein. Vielleicht könnten sie Verantwortung übernehmen und mal es einmal, nur in diesem Fall, weil es eben auch eine einmalige Situation war, eine einmalige Notlage war, dass sie es einmal anders machen als sonst. Dass sie nicht nur an die großen Aktionäre denken. Sicherlich sind da kleine Aktionäre drin, die ihr Geld da drin haben und davon leben. Aber es geht nicht nur darum. Es geht hier bei dieser ganzen Geschichte, oder es muss darum gehen, dass es um ein allgemeines, wie soll man das sagen, ja, um das Allgemeine geht und wir alle von einer anderen Vorgehensweise profitieren würden. Jeder. Ob das die Familien sind, die Mitarbeiter sind, die ja schon extrem viele Kompromisse eingegangen sind. Ob das Vielflieger sind, Statuskunden. Wir sind ja treu. Wir sind ja treu. Wir würden ja Lufthansa wieder dahin bringen durch unsere Buchungen, wo Lufthansa war und Co. Ist doch logisch. Aber das ist ja das, was der CEO Spohr sagt. Das glaubt er nicht. Masse, billig, los geht's. Und das ist das, was kommt. Masse, billig und los. Also ich erwarte eigentlich, dass sie wieder mal Mensch sind, dass diese CEOs überlegen und sagen, okay, wir können es so nicht machen wie immer, wir müssen jetzt Mensch sein, wir müssen menschlich sein, wir müssen Menschlichkeit zeigen und wir dürfen mal nicht nur ans Geld denken. Jetzt muss mal der ein oder andere in der Abteilung der Millionäre und der großen Milliardärfirmen mal für eine kurze Zeit zurückstecken. Die können doch ihre Millionen weiter verdienen, aber die Menschen unten können nicht von 800 Euro leben. Das geht nicht. Einfach nicht. Ich kann es nur hoffen, dass der Blick über den Tellerrand dieser wichtigen Personen, die die Entscheidung treffen, dass sie es diesmal anders machen. Also ich erwarte es einfach. Und ich erwarte natürlich, dass die, die das abwickeln, die Insolvenzverwalter etc., dass sie andere
dass sie diesen CEOs auch bessere Vorschläge machen, damit es nicht eine Insolvenz wird. Ich persönlich, liebe Hornfamilie, ich bin relativ klar. Also für mich, ich sehe die Insolvenz bei Lufthansa, wünsche mir das Gegenteil, wünsche mir was anderes. Aber wenn das so kommt, wenn die Lufthansa und Co., auch wie sie alle heißen, wenn das keine Konsequenz hat, dass die Menschen entlassen, mit ihnen spielen wie ein Ping-Pong. Und ich bin sehr neugierig, was aus diesen Menschen in der Schweinefabrik wird. Ob sie wirklich eine Änderung machen. Und ich meine, es wird angekündigt. Aber ich glaube es erst dann, wenn es auch durchgezogen wurde. Und ich glaube erst dann an eine Nicht-Insolvenz, wenn ich das Gegenteil höre und ich erfahre, dass es dann wieder weitergeht. Und ich meine, von der Marketingabteilung, gerade erst vor 1 oder 2 Tagen war das jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern, die Mail zu bekommen, wir sind verantwortlich und wir wollen ganz gerne, dass sie informieren. Und dann kommt eine Information, wo ich eher schlechter dran bin in der Zukunft, als das, was es war. Da muss ich sagen, da verliert man den Horn. Und ich weiß, dass extrem viele aus der Hornfamilie genau das Gleiche denken und genau das Gleiche dann tun werden. Wir werden das nicht mehr buchen. Und zwar nicht, weil eben diese Leute gesagt haben, die Leute buchen ja nicht in der Zukunft. Nein, wir hätten ja gebucht. Und wir haben ja gebucht. Es gab ja sogar Menschen, die jetzt gebucht haben. Jetzt. Mit dem Risiko, dass sie gar nicht wegkommen und das Geld weg ist. Also wer jetzt bucht, ist wirklich ein Spieler. Das darf man jetzt auf keinen Fall machen. Wenn die Scheiße bauen, wenn die wirklich da draußen Scheiße bauen, dann heißt das Motto, bye bye Lufthansa und wie sie alle heißen. Der Horn wird auf jeden Fall konsequent aus dieser Corona-Krise seinen Schluss ziehen, seine Erfahrung, was er gesehen hat, in seine eigene Geschichte mit einbringen und dann in der Zukunft konsequent handeln. Das ist fest versprochen. Und wer von diesen ganzen Mitarbeitern, um denen es ihren Job geht, ihr müsst euch verbünden, sonst war's das. Lassen die das alles fallen? Sind die wirklich so gierig, dass es ihnen scheißegal ist? Das wird hochspannend. Als Abschluss noch was Positives. Der Horn bereitet schon wieder was ganz Tolles für jetzt den Herbst vor. Es wird wahrscheinlich schon im Sommer losgehen. Das wird viele interessieren. Und ich habe gute Nachrichten für die Horn-Familie. In diesem Sinne und tschüss.